Herzlich willkommen im MBT-Studio mit Themen rund um den europäischen Binnenmarkt für Maschinen. Ihr Vortragender in diesem Video ist Björn Ostermann. Herzlich willkommen im MBT-Studio. In dieser Videoreihe erläutere ich Ihnen die Anforderungen der EN ISO 13849 an sichere Software für Maschinen. Ich werde mich hierbei auf die sichere Programmierung von Anwendungssoftware beschränken, also üblicherweise die Software, die ein Maschinenhersteller im Rahmen der SPS-Programmierung implementiert. Aber natürlich sind viele der Anforderungen auch so oder so ähnlich im Bereich der Embedded-Software umzusetzen. Die EN ISO 13849 Teil 1 und 2 sind harmonisierte Normen unter der europäischen Maschinenrichtlinie. Was eine harmonisierte Norm ist und warum Sie diese einhalten sollten, erfahren Sie in Teil 4 unserer speziellen Videoreihe zum europäischen Binnenmarkt. Im ersten Teil der vorliegenden Reihe blicken wir auf die Quellen. Warum muss Software für Maschinen sicher programmiert werden? Natürlich muss nicht sämtliche Software in einer SPS festgelegten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Nur solche Software muss zwingend sicher sein, die einen Beitrag zur Minderung eines Risikos leistet. Nach der Maschinenrichtlinie kann ein Risiko auf drei Arten vermindert werden: konstruktiv, technisch und informativ. Sichere Software gehört dabei nahezu immer zum zweiten Schritt, der technischen Minderung von Risiken. Natürlich kann sichere Software auch in Schritt 3 notwendig sein, wenn es um die sichere Anzeige von Warninformationen für das Bedienungspersonal geht. Im Rahmen der technischen Schutzmaßnahmen werden unter anderem Zäune und Türen eingesetzt, deren Öffnen sicher überwacht werden muss. Nicht nur die Sensoren selbst benötigen hierfür eine sichere Programmierung durch deren Hersteller. Auch die Einbindung der Sensoren im Rahmen der Software der Sicherheits-SPS verlangt vom Integrator eine sichere Programmierung. Im Anhang 1 der Maschinenrichtlinie finden sich viele Anforderungen, deren Umsetzung auch sichere Software benötigt. Die deutlichste Anforderung findet sich im Abschnitt 1.2.1. Ein Defekt der Software darf nämlich nicht zu Gefährdungssituationen führen. Diese absolute Forderung muss allerdings im Zusammenhang mit den allgemeinen Grundsätzen des Anhang 1 gelesen werden. Die Maschinenrichtlinie verlangt die Erfüllung der Forderung, nämlich nur, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Woher wissen wir nun aber, was der Stand der Technik ist? Eine Quelle sind die Normen zur Sicherheit von Maschinensteuerung. Früher gab es hier die EN 954, die einen deterministischen Ansatz verfolgte, zur Sicherheit von Software aber nicht viel ausgesagt hat. Auf der anderen Seite existiert die Normreihe EN 61508, die einen probabilistischen Ansatz verfolgt. Das bedeutet, sie arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. In dieser Reihe finden wir einen eigenen Teil 3 zur Sicherheit von Software und einen Teil 7 zu dessen Testung. Auch in den anderen Teilen kommt das Thema Software immer wieder vor. Die EN 954 ist schon lange nicht mehr harmonisiert. Die EN 61508 war noch nie harmonisiert. Darum wird im Maschinenumfeld auf die harmonisierten Normen EN 62.061 und die Reihe EN ISO 13849 zurückgegriffen. Das Wissen der EN 61508 darf hierbei allerdings nicht aus den Augen gelassen werden. Das Thema Programmierung ist nämlich in der EN ISO 13849 und auch in der EN 62.061 eher stiefmütterlich behandelt. Die EN ISO 13849 Teil 1 konzentriert dieses Wissen für das Thema sichere Anwendungsprogrammierung auf 4 Seiten.
Die EN62061 hat zum Thema sichere Software insgesamt auch nur 8 Seiten. Dass dabei Wissen verloren gegangen ist, ist nicht verwunderlich. In dieser Videoreihe werde ich mich auf die EN ISO 13849 konzentrieren. Diese wird im Maschinenbereich deutlich häufiger angewendet. Allerdings haben die Anforderungen von der EN ISO 13849 und EN 62061 eine sehr große Schnittmenge. Die EN 61508 ist nämlich zwar nicht harmonisiert, dient aber beiden harmonisierten Normen als Grundlage. Solange die EN ISO 13849 die einzelnen Punkte nur wenig konkret behandelt, ist die Reihe EN 61508 für die praktische Anwendung der EN ISO 13849 im Bereich der Programmierung unverzichtbar. Was das im Speziellen bedeutet, stelle ich Ihnen in den nachfolgenden Videos vor. Gucken wir uns vorher erst einmal an, welche Auswirkungen Software auf die Sicherheit unserer Maschinen hat. Eine typische Sicherheitsfunktion einer Maschine besteht aus einer Eingabe, einem Sensor, aus einer Verarbeitung der Logik und aus einer Ausgabe, dem Aktor. Sie finden diese Sicherheitsfunktion in Ihrer Maschine, indem Sie sich fragen, wenn ein gefährliches Ereignis passiert, was muss dann geschaltet werden? Im Beispiel könnte dies sein, wenn jemand durch das Lichtgitter tritt, dann muss die SPS das Ventil anweisen, eine bestimmte Stellung anzunehmen. Welchen Einfluss hat hierbei die Software? Nehmen wir an, Sie haben zwei Sicherheitsfunktionen, an denen die Hardware Lichtgitter plus Ventil beteiligt ist. Die Sicherheitsfunktion 1 benötigt dabei ein Performance Level A und die Sicherheitsfunktion 2 benötigt ein Performance Level C. Die Hardware des Ventils erreicht laut Herstellerangabe Performance Level D. Die verwendete sichere SPS hat eine Hardware und ein Betriebssystem, also eine Embedded Software, die beide Performance Level E erreichen. Das Lichtgitter hat ebenfalls einen Hard- und Softwareanteil und erreicht mit beiden Performance Level D. Damit kann die Hardwarekette wahrscheinlich Performance Level D erreichen. In der Praxis müssen Sie sich die Zahlen, die dahinter stecken, natürlich genauer ansehen. Aber für dieses Beispiel genügt das so. Wir haben eingangs festgestellt, dass unsere Sicherheitsfunktionen aber nur einen Performance Level von C erfordern. Aus diesem Grund genügt es für die Anwendungssoftware, die wir selbst in die sichere SPS programmieren, lediglich Maßnahmen mit niedriger Wirksamkeit zu beachten. Damit hat unsere gesamte Kette dann einen Performance Level von C. Das bedeutet natürlich, wenn wir später eine weitere Sicherheitsfunktion implementieren, die ein höheres Performance Level benötigt, müssen wir eventuell bei dann alter Software nachbessern. Deshalb ist es ganz wichtig, vorher abzuschätzen, welches das höchste benötigte Performance Level ist. Wir werden später noch einmal sehen, dass es rein theoretisch möglich ist, Softwareteile gegeneinander abzugrenzen und so mehrere Level einzurichten. In der Praxis ist dies aber selten machbar und maximal für die Trennung von sicherer und nicht sicherer Software sinnvoll. Nach dieser kurzen Einführung stelle ich Ihnen in den folgenden Videos die Anforderungen vor, die Sie erfüllen müssen, um nach EN ISO 13849 sichere Anwendungssoftware zu programmieren. Gleichzeitig werde ich Ihnen auch immer wieder Hinweise geben, wie Sie die vielen Anforderungen durch die Anwendung der kostenfreien Software Softthema vereinfacht und teilautomatisiert umsetzen können. Wenn Ihnen die Einführung gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo unseres Videokanals. Sie werden dann direkt informiert, wenn wir ein neues Video hochladen oder ein Video aktualisieren. Natürlich weisen wir auch in unserem Newsletter den MBT-Informationen auf neue Videos hin. Um das nächste Video der Reihe zu sehen,
klicken Sie einfach hier unten auf das nächste Video oder dort oben auf die Playlist mit allen Videos dieser Reihe. Bis zum nächsten Video.